Okay. Hui. Leute. Alter. Nein, nicht schon wieder, ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Kann da alles nicht wahr sein. Gibt der Kröte jetzt voll einen mit, aber ganz schnell. Wollte gerade sagen, so. Meine Herren, wo müssen wir denn jetzt lang? Sekunde mal. So, wir haben jetzt den Drachen gemacht. Das heißt 24, wir kommen jetzt 25, oh Gott. Oh Gott, na gut. Geht nur in eine Richtung. Und das ist ein ziemlich langer Weg. Junge. Komm schon. Die liegt da. Das gibt's ja alles nicht. Nicht schon wieder sowas, ey. Nicht schon wieder sowas. Zum Glück hatten wir irgendwann ein Lebenswasser bekommen, sonst hätten wir jetzt wieder einen Toten. Das wäre nicht zu fassen. Gott, wir haben noch kaum Energie. Okay. Oh Mann. 11 hat er noch. Das heißt, wir müssen dem Krähenfuß mal ein bisschen absaugen. Hey, 45 immerhin. Horrorwindel? Heißt das Vieh?
Leute, haut dir mal einen drauf da. Ach, Mist. Vielleicht, vermutlich, das war so klar. Es war ja nur ein oller Puschel. Kannst ja nichts erwarten. Gott. Ja. Oh nein! Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe kein Lebenswasser mehr. Fuck! Gott! Was für eine große Scheiße. Shit. Na toll. Na ganz toll. Oh wow. Soll ich den jetzt besiegen, Mann? Ja, so viel dazu. Oh. Tja, so nimmt man wieder eine tragische Geschichte. Ein grausames Ende. Okay. Ich mache an der Stelle mal eine kleine Pause. Es ist mir jetzt zu viel gestorben. Ich sag mal, bis gleich. Wir sehen uns wieder bei dem Gegner. Ich werde das jetzt nicht wiederholen. Ja, und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge Secret of Mana. Oder vielleicht habe ich auch gerade erst geschnitten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder direkt vor dem Donnermutanten. Ich habe nochmal bisher gespielt. Besser gesagt, ich bin nochmal zurück ins Dorf, habe mich nochmal ausgerüstet und dann noch mal bis hierhin gespielt und habe jetzt zumindest zwei Walnüsse habe ich noch und noch alle Lebenswässerchen. Vorher hat man von beiden noch eins, also vielleicht kommen wir jetzt doch noch durch den Dschungel hier des Vulkans. Wir schauen mal. So, und jetzt leben wir auch noch alle drei, das ist schon mal sehr gut. Sollte das jetzt nicht ganz so schwierig werden, den müssen wir mit Schlammbomben bombardieren. Und am besten so viele wie es geht.
Wir lassen ihn gar nicht zum Zuge kommen. So geht das nämlich. Und auf einmal stellt er überhaupt kein Problem mehr dar für uns. Naja, vielleicht doch noch ein bisschen. Warte mal. Ich glaube, ich sollte mich mal kurz heilen. Das wäre schon ganz gut. Und wir hauen wieder Schlammbomben oben drauf. Wieso geht das nicht? Hä? Wieso kann ich keine Schlammbomben mehr drauf hauen? Was ist da los? Ach, die kriegt gerade einen aufs Maul. So ist das. So, jetzt aber, oder? Come on. Ah ja. So geht das. Alles klar. Schön. Und weiter geht's. Schwertorb, da ist der letzte Orb, das fürs Schwert. Meine ich zumindest. Juwelenschwert. Ach so, und wo ich dann mal im Dorf war, habe ich natürlich auch die Waffen aufgestuft. Naja, der achte Orb. Denn wir hatten ja für die Axt, hatten wir hier einen Orb und ich weiß nicht, wo wir noch einen Orb für hatten, auf jeden Fall. Bis aufs Schwert haben wir jetzt alle. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Pass mal ob hier. Oh, da habe ich aber... Einen einzigen habe ich noch. Na, ich hoffe, da kriege ich jetzt was raus. Jawohl, 40. So muss das sein. So, sind wir wieder voll. Sehr schön, dann würde ich mal sagen... Kriegen die Fische einen Feuerhagel, okay. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Schauen wir. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, wir speichern. Oh Mann, wir speichern. Besiegen den Drachen links. Das müsste der letzte Drache sein. Insgesamt der sechste Gegner. Hier in diesem Nebelvulkan. Oh Mann. Oh Mann. Komm her. Was haben wir denn da alles? Wir nehmen Hadesgranaten, natürlich. Da haben wir einen dämlichen, dreckigen Pilz. Ich hoffe, den kriege ich platt. Bevor der uns was tut, genauso. Jawoll! Oh! Thank you.
Na komm schon. Ja, oh Gott sei Dank. Hier war doch irgendwo eine... Hallo, wo ist die Truhe? Hallo, ich will die Truhe aufmachen. Hä? Ah. Nö, och Menno. Ich hasse es. Das gibt's doch nicht. Okay. Der letzte Kampf im Nebelvulkan. Kommt jetzt. Die Schlammbomben, immer drauf da. Okay, das waren 2000 circa. Wieso treffe ich denn da nicht? Das gibt's doch gar nicht. Da liegt er, da ist er schon. Da leg's ihn nieder. Aus und vorbei. Super. Weiter geht's. Boomerang Orb. Oh, schön. Jetzt haben wir da auch den 8. Orb. So, hier geht's nirgendwo weiter. Wir gehen zurück. Oh, 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 oh. Blitz? Nein. Auf das Vieh. Und zwar nur auf das Vieh. Den Krähenfuß, den kriegen wir noch, solange der da steht und uns nicht zu nahe kommt. Jawohl. So. Und jetzt? Was passiert jetzt? Hallo Freunde. Wir möchten den Spielstand natürlich noch einmal speichern. Wo sind wir hier? Man schaut sich um. Anna, schau mal da! Oh mein Gott, der Mana-Baum. Der große, der einzig wahre Baum des Lebens. Endlich sind wir da. Jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren. Warum hast du es so eilig? Der Baum ist wunderschön. Oh Mann. Spürst du auch diese magische Aura, Mila? Ja, und wie? Können wir jetzt weiter? Mach doch nicht die Atmosphäre kaputt, Kind. Nicht streiten. Wir sind an einem heiligen Ort. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Ja. Nach einer Jetzt reaktivieren wir das Schwert, dann zerstören wir die Festung. Mist, den Einsatz habe ich jetzt überlesen. Ha! Jetzt spürt ihr die Macht der Mana-Festung. Mila, ey, sie zerstören den Mana-Baum.
Hilfe! Oh mein Gott. Letak. Letak. Aufwachen. Was? Wie? Wo? Ich? Wo bin ich? Scheiße. Wo sind wir? Wo ist der Mana-Baum? Was? Nein! Alles umsonst! Das war Tantalus. Und jetzt? Jetzt stehen wir hier am verkohlten Stumpf des Baums. Mana-Baum. Oh, er lebt noch. Letak. Ich spreche zu dir. Ich, der Mana-Baum. Schon bald verschmelzen alle Monster dieser Welt zu einer riesigen Kreatur. Nur der Mana-Drache kann diese Kreatur vernichten und somit Mana retten. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Wenn er diese Kreatur in die Festung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Nur du kannst dieses Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Nur du kannst das tun, weil du der Letzte bist. Der Letzte des Mana-Stamms bist. Oh. Eigentlich hätte dein Vater, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Doch Arion ist bei einem Kampf mit dem Imperator ums Leben gekommen. Das war vor ungefähr 15 Jahren, in der Nähe des Quelldorfs. Hast du das alles verstanden, Letak? Du meinst, das Gespenst bei der Quelle war mein Vater? Ja, Letak. Dein Vater Arion. Ich war seine Frau und bin deine Mutter. Was? Der Mana-Baum ist unsere Mutter? Was hat der Vater denn gemacht? Baumliebe oder was? Oh Gott. Wir gehören zum Mana-Stamm. Die Frauen von uns werden zu Bäumen, die unsere Welt beschützen. Das ist nicht witzig. Ich muss mich, die unsere Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mana-Schwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Nun werde ich die Energie der Mana-Samen auf dein Schwert projizieren. Schwert erreicht Maximum. Hohohoho! Mana-Baum. Letak. Ich war wohl keine gute Mutter für dich. Mama! Bist du es wirklich? Bitte! Stille. Mama? Sprich doch mit mir. Mami, bitte. Och Mann, jetzt ist gut. Letak. Letak, meine Mutter. Oh Mann. Klatsch. Vergiss diesen Baum. Wir müssen weiter. Reiß dich mal zusammen. Oh, wie ich solche Situationen hasse. Ja, okay. Du hast recht. Lass es uns zu Ende bringen. Los geht's. Ich darf meinen Vater und meine Mutter nicht enttäuschen. So gefällst du mir, du alte Socke. Käsesocke natürlich. Stimmt. Wenn ich nicht schon mit Hagen verlobt wäre. Oh, also wirklich, gehen wir jetzt endlich?
Ja, auf in den Kampf! So sei es. Reck die Waffen gen Himmel! Los geht's, wir kommen hier nicht weg. Oh nein, wir sind gefangen. Wir müssen Lufti nehmen. Was sagt uns das jetzt? Hallo. Okay, ich wollte eigentlich was anderes gucken. Was wollte ich gucken hier? Befinden. Alle acht Samen sind aktiviert. Die Kraft des Manas fließt durch mein Schwert. Oh Mann. So, was sagt hier dein Level? Mittlerweile so gut wie alles auf 7, während ich hier durch den Dschungel geritten bin. Durch den Vulkan, Nebelvulkan, Dschungel, durch das Dickicht. Nur Harzinger müssen wir hochkriegen. Den Harzinger werden wir im letzten Kampf brauchen. Kampf gegen den Mana-Drachen. Wenn ich mich recht entsinne. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, ja genau. Ich wollte mal gucken. Bevor ich Lufti rufe. Nee, ist noch nicht. Da fehlt nämlich noch die Kraft des Harzingers. Darum haben wir jetzt auch nur zwei momentan. Wir kriegen noch einen dritten dazu. So wie wir das bei allen haben. Überall haben wir drei, nur bei Harzinger haben wir zwei, weil die Kraft noch nicht komplett entfaltet ist. Aber gegen den Mana-Drachen werden wir dann die dritte und letzte Kraft Harzingers bekommen. Das Yin und das Yang. Was wir dann auf das Schwert anwenden und mit dem Schwert gegen den Drachen kämpfen. Okay, so weit, so gut. So sei es. Nun ja. Jetzt können wir auf die Mana-Festung. Aber ich werde jetzt natürlich nicht auf die Mana-Festung. Ich werde erstmal irgendwo hinfliegen. Um uns vollends aufzuladen. Hier von mir aus auf die Weihnachtsinsel. Ach nee, hier ist doof. Ich werde... Fliegen wir denn hin? Wo fliegen wir denn hin? Na gut. Bevor wir jetzt zur Mana-Festung fliegen, muss ich mich auf jeden Fall irgendwo aufladen. Schon jetzt hier irgendein Dorf, irgendwas, ist mir egal. Bei den Pilzen, von mir aus. Hey, na, schon lange nicht mehr hier gewesen. Ich grüße euch. Haben wir nicht gebraucht, ja, alles klar. Ja, ist okay. Ich überlege gerade, was haben wir denn jetzt hier an Kleidung? Den Drachenhelm, die Entenkappe und die Dämonenweste. Und den Feuerring.
muss jetzt gleich mal checken, wo wir noch bessere Sachen kriegen. Welche Waffen sollen erneuert werden? Das, auch den können wir auch schon wieder erneuern. Stimmt. So, Dornenbumerang. Drachentöter. Okay, das heißt, jetzt schau ich mir das mal an. 7 von 7, da fehlt also noch einer. Und da fehlt auch... Bei der Klaue fehlt immer noch einer, okay. Der ist voll, der ist voll, der ist voll. Also außer Axt und Klaue haben wir alles. Effektiv gegen Drachen, ja. Okay. So, dann speichere ich mal. Jawohl. So, und dann cutte ich hier mal ganz kurz, um mal kurz zu schauen, wo ich welche Waffen... Ich muss mich mal kurz im Spielberater umschauen. Geht sofort weiter. Sekunde.